Wir sind wahnsinnig froh, dass wir jetzt endlich Publikum bekommen und hoffen, dass das Wetter hält und geben Gas. Muss es eben. Es muss eben. Das ist natürlich auch eine Kombination mit Licht, das Licht mit Videos und mit den Fotos laufen. Das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr spannend. Wir haben sowohl die heutige Aufführung, das ist in dem Falle die Premiere, schon seit Wochen ausverkauft. Wir haben auch die nächste Aufführung schon ausverkauft. Man muss sich immer bedenken, das ist ja ein ganz neues Freilichttheater und das muss sich erst einmal herumsprechen, das muss erst einmal bekannt werden. Und für das, dass es ganz neu ist, gehe ich mal davon aus, dass es also etwas ganz Besonderes Interesse schon gibt. Wie wir das lesen können, zu der Marktszene, die Lebensmittel und diverse alte historische Gegenstände, was auch sehr schön ist in dem Bereich, im historischen, dass man sich damit auseinandersetzen kann, recherchieren und sich mit Geschichte beschäftigt. Ich kann mir nicht vorstellen können, dass es wirklich so ein schönes, interessantes Stück sein wird. Und ich glaube auch, der Oliver, der Regisseur Oliver Harris, der hat sich wirklich ins Zeug gelegt. In diesem Sinne erkläre ich die Schlossfestspiele für eröffnet. Was kommt auf uns zu? Wer stemmt sich dagegen? Wer greift in die Speichen? Vereitelt den Plan! Ein Mensch, von Funken des Himmels im Herzen entflammt. Ich hätte auch gern dieses andere Leben mit dir. Ein Mensch, der es wagt, sich vor nichts mehr zu fürchten. Ein Mensch im Getümmel der heillosen Zeit. Dieser Abkönige rufe ich zu! Das Stück, das Louis Zagler uns für diesen Moment geschenkt hat, ist eine großartige Geste für eine lebendige Kultur, die alle Sinne erfasst. Ich habe so einen Hunger und das schon seit Tagen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Quoi se faire? Les cachets là, immédiatement. Emma là. Viens ici, salope. Ich kann das nicht sehen. Sehr gut. Schau, ich muss weiter. Ich werde neuerdings von Patienten aus dem ganzen Land konsultiert. Das ist unglaublich, was diese spektakuläre Genesung meiner Tochter alles bewirkt. Ist sie tatsächlich schon geboren? Ja. Die historischen Orte, alle unsere Schlösser, haben einen eigenen Charakter. Es ist klar, dass Nunterstracht mit dem prominentesten aller unserer Schlösser
gelungen ist, das freut mich ganz außerordentlich. Jetzt braucht's nur ein Wort, doch auch das steht bereit. Manda, jetzt ist Zeit! Sag er mir, was ihn dazu antreibt, sich meinen wohlweislich gut gemeinten Warnungen zu widersetzen. Was? Am liebsten würde ich mit Ihnen jetzt mitlaufen. Ganz so von Herzen wissen. Wenn einem das Tod wacht und man spürt, dass er dich nicht los ist, nicht aufgibt, ist er nicht ganz. Was machen Sie? Das Gericht hat entschieden auf, damit Sie sie vorweisen können. Ich möchte Ihnen noch im Namen des ganzen Ensembles und auch in meinem Namen herzlich danken, dass Sie heute gekommen sind und hoffe, dass es Ihnen bis zu dem Zeitpunkt des Abbruchs 20 Minuten vor Schluss, dass Sie eine spannende und interessante Unterhaltung. Vielen Dank.